Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute in Neunkirchen bei unserem Netzwerkpartner SICOS. Was die können, zeigen wir euch jetzt. Wow, also das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Hallo Herr Hübschen. Hallo, grüße Sie. Die SICOS GmbH und die CC Akademie GmbH haben zusammen in der Pandemie die SAONLINE GmbH gegründet. Wir wollten geballte Power zusammenbringen und vor allem auch den Wirtschaftsfachwirt im Saarland digitalisieren, was uns auch gelungen ist. Inzwischen ist der zweite Kurs erfolgreich am Laufen. Weitere Angebote der Saar Online Akademie sind der Kundenberater, Kommunikationscoach oder auch die Qualitätsmanager-Ausbildung. Unser Katalog ist groß, Sie können im Internet nachgucken. Wir haben jetzt ein paar Kataloge gedruckt, denn es gibt immer noch Leute, die es gerne in der Hand halten. Aber Sie können im Internet natürlich unter saaronline.de alles nochmal explizit nachlesen. Und da stehen auch Preise und Termine für Sie. Sehr spannend. Letztes Jahr war ein Projekt mit der Türkei. Wir haben in Ankara Leute geschult, die mit syrischen Flüchtlingen arbeiten und denen die Prinzipien erklärt, wie in Deutschland mit syrischen Flüchtlingen gearbeitet wird. Das hat so funktioniert. Hier saß die Dozentin, die hat den Workshop von hier aus geleitet. In Berlin saßen zwei Dolmetscher, die simultan hierum und darum übersetzt haben. Und in der Türkei, in Ankara, saßen die, die geschult wurden. Das war ein Projekt über 3 Monate und sehr erfolgreich, zusammen mit der GIZ und der Bertelsmann Stiftung. Herr Röschel, hier haben wir noch ein weiteres Studio, auch in der Pandemie eingerichtet. Hier haben ein paar Leute gehockt. Der Dozent war irgendwo, weil er hatte Angst vor Corona. Ältere Dame war das. Und hier haben die Leute gehockt. In der Mitte war das Mikrofon und auf dem Bildschirm war dann der Dozent. Und so haben wir im Grunde mit einem Dozenten, der irgendwo im Saarland saß, hier ordentlich Unterricht machen können. Und das hat dann am Schluss auch nochmal Spaß gemacht. In dem Sinne, auf nach Saarbrücken. Zack, wir sind in Saarbrücken am Innovationsring bei der CC Akademie. Und was die uns anbieten können, sehen wir gleich. Wir sind hier auf dem Innovationsring und das ist auch gleich schon so ein Bereich, mit dem sich die Akademie sehr stark identifizieren kann. Und zwar sind wir nicht ein Unternehmen, das Bildung von der Stange anbietet, sondern sehr, sehr stark auf die Unternehmen selbst zugeht. Das heißt, mit den Unternehmen überlegen wir gemeinsam, was macht den Sinn für die Mitarbeiter und für das Unternehmen. Also als Beispiel haben wir den Change-Prozess der Tochterfirma der Telekom, die VCS begleitet. Dort haben wir etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert zu den Themen New Placement Berater, Trainer, Gesundheitsberater, also alles neue Seminare und Kurse, in denen die Mitarbeiter später dann neue Arbeitsplätze gefunden haben. Und ich glaube, das ist schon eine Besonderheit, dass wir sehr, sehr stark dann ergebnisorientiert arbeiten.